So, ich begrüße euch heute wieder mit einem recht herzlichen Hallo und Grüß Gott hier nicht aus der GDG. Nein, was ist heute anders? Wir sind da auf einem Parkplatz und zwar in Leobersdorf. Ich habe da gerade den Patrick aufgegabelt, ja, und wir werden jetzt gemeinsam am Pannoniaring fahren heute und wir werden dort morgen einen Formel Renault testen. So, wir werden jetzt einmal schauen, dass wir über die ungarische Grenze drüber rudern. In dem Sinne, wir satteln. Am Weg am Pannoniaring. Was soll's andere spielen? So, mittlerweile geschafft. Wir sind angekommen am Pannoniaring. Der wunderschöne Pannoniaring. Immer sonnig, immer schön. Also man muss sagen, das Wetter am Pannoniaring, also ich habe es bis jetzt noch nie erlebt, dass es regnet. Also wenn wir da irgendwo mal mit der Formel unterwegs waren. Aber wenn es regnet, dann dafür, dann geht da die Welt unter. Nur mal schauen, die Kartbahn ist ja jetzt neu gekommen, glaube ich. Also war jetzt, glaube ich, mittlerweile schon 3 Jahre nicht mehr am Pannoniaring, was sich da alles tut. Da gab es immer eine Kurve, die war immer quasi recht gefährlich, weil da gab es ein Biotop, wenn es geregnet hat und du bist dort abgeflogen, dann bist du nämlich drin gestanden in der Suppe und du hast ein Kart nicht mehr gefunden. Richtig geil. Vielleicht findet man da noch alte Aufzeichnungen irgendwo. Pannoniaring, richtig geil. Und ich sehe schon, ich bin der Fan von den Fliegen, das Grün. Wunderbar. Fast wie gelb, möchte ich sagen. Und der Hermann ist auch schon da mit dem Aufleger. So, wir haben jetzt einmal das Gepäck geholt und schon ins Hotelzimmer gebracht und sind wir wie immer an der Strecke relativ sauber, einfach gehalten. Mehr brauchst du nicht zum Legen, das ist eigentlich zum Hinlegen reicht. So, und jetzt gehen wir da die Stufen rauf auf quasi die überdachte Tribüne und da hinten sollte eigentlich die Kartbahn sein. Naja, schaut nett danach aus. Also das war alles mal Kartbahn, bis ganz da nach hinten. Hat es da überall die Kartbahn gegeben und ich weiß nicht, wann haben wir das weggerissen. Das ist jetzt mittlerweile, ich glaube, fast 3 Jahre her, wenn ich mir das Hotel dort anschaue, also dieses viereckige Gebäude mit dem blauen Dach dort im Hintergrund. Das haben sie gebaut, da habe ich zum Kartfahren angefangen, kannst du sagen, und wie ich aufgehört habe zum Kartfahren, ich bin lang Kart gefahren, war das noch nicht fertig. Also in Ungarn wahrscheinlich, die Kartstrecke wird dann wahrscheinlich ja, 2000 irgendwas mit einem Dreier davor, so 2030 bis 40 da dazwischen schätze ich einmal, dass dann fertig werden, also dass dann mit der Kartbahn fertig sind. Bis dorthin ist die Frage, ob wir überhaupt noch Kart fahren. Wir müssen ja alles schon abdrehen. Ich überreiche einmal das Zepter an Patrick. Ich mache jetzt einmal eine Sitzprobe. Wir haben den schmalsten und schönsten Sitz haben wir jetzt einmal ausgesucht. Es gibt ja auch Fahrer, da legst eigentlich nur ein Handtuch rein, gell? Stimmt's? Die gibt's auch, gell? Das ist dann so ab. Also wenn es dreistellig wird nachher, dann ist nur mehr so ein Putzpapier drinnen. Es ist ja normalerweise im Formelsport wird ja der Sitz quasi, also du setzt dich rein. Du wirst in einen Müllsack gesteckt, das ganze Auto wird ausgekleidet mit Müllsäcke und dann BU schauen. Du sitzt drinnen in deiner Position und wird komplett alles ausgeschäumt. Dann kommst du da raus und hoffst natürlich, dass auf dem Oberall KPU schon drauf ist, weil den kriegst du dort eh nur mit der Schere raus. Und so, wir werden aber da mal alles da rausrennen. In der Hoffnung jetzt, dass der Sitz passt. Das fängt schon gut an, wir haben es drauf, gell? Ja. Zeig das nicht den Hermann, das schneiden wir weg. Okay. Der Hermann hat gesagt, die Pedalbox ist relativ weit vorne, gell? Also, für mich halt vorne, ne? Also hinten jetzt. Es ist schon, also die Knie stehen schon relativ beim Tunnel oben fast an, muss man sagen. Schauen wir mal, ob das Lenkrad passt. Steh an. Steh an? Mhm. Ich bin ja nicht so an Skyline gewohnt. Da hast du mehr Fußfreiheit. Ein kleines bisschen. Ja, siehst du, also wenn ich einlenken will, stehe ich eigentlich mit der Hand da schon an. Gell? Also es müsste ein bisschen 10 cm mehr gestreckt sein. Gut, dann probieren wir mal den roten, hätte ich gesagt. Jo. Ja, machen wir fest bitte. Ja. Schau her, Patrick, da kannst du gleich zuschauen. Hast du schon mal jemanden festgeschnallt?
geht's? Ja, zum Glück habe ich einen zärtlichen Mechaniker, weil das ist immer sehr gefährlich da unten mit dem Gurt. Warte, ich muss ein bisschen nachrutschen. Ja, jetzt geht's. Bringt die Jungen in Sicherheit. Ja, bist du moppet, ja. Wenn der eine verspannt ist, das tut weh, kriegst du nicht mehr weg. Ne? An Türen, 30 Minuten. Und vor allem, wenn du in die Eisen steigst, ne? Dann spürst du es nochmal richtig. Ne? So, Vorsicht. Ja. Schön auf Zeiten legen. Ja, ist alles einpackt. Aber so ein bist du gesegnet oder was? Ja, fürs Formelfahren schon. Okay, ja, du bist deppert, da kriegst du echt keine Luft mehr, gell? Ja, so, Vorsicht. Wie lange ist her, dass ich das letzte Mal drin gesessen bin? Schon lang, gell? Ja. Da habe ich noch kein Board gehabt. Ja, das ist so, ja. Hat lang gedauert, ja. Ah, Essenszeit ist, oder? Ja, wie immer. Ja, passt gut. Ja, was so, mittlerweile nach dem Essen bricht auch schon die Nacht herein. Jetzt schauen wir noch mal kurz in den Trailer, in den Truck hinein, wie das ausschaut da drinnen. So schaut es da herinnen aus, muss man sagen. Also da kriegen es 7 Autos herein. Das ist einmal eine richtige Ansage. Und sind immer noch nicht überladen. So, mittlerweile der nächste Tag da hier am Pannoniring. Also gestern wie immer das Essen ausgezeichnet. Die Betten spartanisch, aber ausreichend. Also absolut gut geschlafen. Und es ist jetzt 8.30 Uhr. Das heißt, da werde ich mich mal in meinen Overall schmeißen. Und wir werden die Telemetriedaten vom letzten Mal einmal kurz durchgehen. Dann werden wir da mal heute mal ein bisschen das Auto versuchen einzufahren. So, jetzt bin ich da in der Boxengasse und ein altes Sprichwort heißt: Boxengasse am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Ich meine, bis zu einem gewissen Punkt halt. Ne? Ja, herrlich, oder? Mein Pannoniering, wieder mal strahlendes Wetter. Gestern in der Nacht, sternenklarer Himmel. Der Asphalt strahlt die Hitze von unten ab. Also da kannst du noch eine Runde um die Strecke gehen. Das ist richtig geil. Ich sage mal, romantischer geht's nicht. In dem Sinne. Ja, wenn wir da mal anklopfen, schauen wir mal, was sich da tut da drinnen. Du bist! Damit habe ich nicht gerechnet. Ah, ich dachte, wir schauen uns die Telemetrie mal kurz an. Ja, das können wir machen. Eine Runde mit dem Franz am Laptop, ne? Genau, da ist er. Franz Formel Renault Referenz. Den wollen wir nicht sehen. Oh, schau. Da sehen wir lauter Stricheln. Lauter Stricheln. Schaut aus wie ein EKG. Können wir genau nachschauen. An welchem Punkt auf der Rennstrecke welche Telemetriedaten vorhanden sind, die können wir auch vergleichen mit verschiedenen Fahrern, mit verschiedenen Runden, damit wir mal analysieren können. Das muss man jetzt natürlich sagen, also das letzte Mal, wo ich den Renault da getestet habe, ich meine, das ist Ewigkeiten her und da hat mir der Hermann eigentlich verschwiegen, dass das neue Modell schon 7 Gänge hat. So, mittlerweile habe ich mich schon in die Panade geworfen. Telemetrie haben wir uns angeschaut. Wir werden schauen, ob wir das mit den Aufnahmen hinbringen, mit Helmaufnahmen, Onboardaufnahmen. Das ist natürlich lässig, das werden wir mal einspielen nachher. So, meine Lieben, und weil es einfach nicht möglich ist, dass man selber fährt, spricht und dann auch noch irgendwie das Ganze filmt, habe ich mir gedacht, passt, wir werden das einblenden da oben und ich werde ein paar Sachen dazu sagen. So, was passiert hier jetzt? Jetzt komme ich nach ca. 2 bis 3 Runden mal rein und der Reifendruck wird überprüft. Das ist ganz wichtig beim Formelfahren, weil der Reifendruck einfach einen extremen Einfluss auf das ganze Setup hat und je nachdem, wie aggressiv du fährst, werden die Reifen natürlich heißer und die Luft, die drinnen, die dehnt sich aus. Das heißt, wir fahren zum Beispiel Hausnummer mit 1,5 Bar raus auf die Track. Nach 3 Runden wird der Reifen 70, 75 Grad heiß, 80 Grad, 85 Grad eventuell, wenn man wirklich dann hernimmt. Die Luft dehnt sich aus und die muss ich ablassen, dass ich dann wieder auf meinen quasi voreingestellten Druck komme. Wenn ich das gemacht habe, dann kann ich mit meinem Setup anfangen zu arbeiten. Das heißt, 3 Runden raus, Reifendruck kontrollieren und dann geht's wieder weiter. Michi ist auch runtergekommen. Finde ich richtig cool. Ja, natürlich da wieder. Na sicher, ne? Geil. In Uniform natürlich. So, jetzt erzähl mal. Wie bist du durchgefahren? Erster Turn war anstrengend. Also man muss sagen, es reaktivieren sich Muskeln, die habe ich Ewigkeiten nicht mehr gespürt. Da herum, überall Füße, also es ist wirklich, wirklich nett zum Unterschätzen und du wirst es nicht glauben. Die ersten 3 Runden, die habe ich nur gehustet. Die Bäscheln hat es mir rausgehauen, berichtet aber jeder. Die Vibrationen, was der Motor ist ja fix mit dem Monocoque verschraubt, ne? Die Vibrationen gehen durch. Es beutelt da alles raus. Also meine Lunge ist so frei wie schon lange nicht mehr. Also alle Pollen und alles Blätzern ist alles draußen, finde ich super. Kannst richtig durchatmen.
Und ansonsten, ersten drei Runden, bitte. Ich habe in der ersten Kurve nichts gesehen. Es hat alles vibriert. Das ist so arg. Also bis einmal die interne aktive Stabilisation im Hirn, ja, wie das funktioniert, dauert das drei Runden. Also der Bildstabi hat mir ausgefallen? Der ist komplett ausgefallen. Also das glaubst du nicht. Das ist übrigens mit der Kamera, wenn du es so schüttelst, das kannst du gar nicht so irgendwie wiederbringen. Ja. Dann Reifen warm gefahren, weil beim Formel ist er nämlich extrem arg. Kalte Reifen, giftig. Einmal bei der Kurve, aufs Gas und du hast schon einen Dreher und bist sofort instant weg. Aber nicht nur kalte Reifen, sondern auch kalte Bremse, gell? Kalte Bremse, genauso. Aber die war dann relativ schnell warm, weil ich war immer noch, also jetzt ein Spätbremser, das habe ich nicht verlernt, aber halt wirklich den Speed in der Kurve, weißt du, du bist drin in der Kurve, es fängt schon an zum Werken und dann geht es nochmal schneller durch die Downforce. Da muss ich mir erst hintasten, bevor ich ihn wegschmeiße, haben wir gedacht, einmal gemütlich. Ne? Und ja, sind einmal ein bisschen hingetastet an die ganze Geschichte und ich muss sagen, es war mal wieder richtig, richtig geil. Was halt das Problem war, ihr seht es im Video, ich habe die GoPro, also die DJI da oben montiert gehabt. Ne? Das war der größte Blödsinn, das ist wie eine Finne. Du fährst dort 250 auf der Geraden runter und auf einmal machst du mit dem Kopf nur ganz leicht so und geht so, zahst du den Kopf weg. Ne? Total arg. Schau nochmal, beim Formelfahren immer, dass man sehr leichten Helm hat, damit wenig Gewicht am Kopf und der Nackenmuskulatur. Ich hab's bereut. Das sind ein paar Gramm und das merkst du sofort in der Kurve. Zahlst du das ganze Ding da weg. Und vor allem, was arg war, die Brille, was ja geschwitzt natürlich, die Brille. Ich brauche jetzt schon die Specularus, ne, was das ist ja ein gewisses Alter, den Feldstecher. Ne? Der Feldstecher ist mir auf der Geraden dahin gerutscht, der Helm ist mir dorthin gerutscht. So bin ich dahergekommen. Voll am Stift. Wurscht. Siebte nachgelegt. Runterbremst, jetzt einmal alles wieder vier gerutscht. Aber es war geil, war wirklich sensationell. Was anderes? Kann ich nur jedem empfehlen. Wie lange ist es jetzt her, dass du gefahren bist? Damit? Wir haben vorher nachrecherchiert, es ist jetzt über fünf Jahre her, wo ich das letzte Mal in einem Auto gesessen bin. Puh, das ist aber schon lange. Das ist richtig lange, ja. Aber ich handle mich wieder, also man kommt, es ist wie Radfahren, ne? Also du brauchst ein bisschen, aber es wird schon. Ne? Fünf Jahre, das heißt ein bisschen die Driftgeschichten haben die aufgehalten. Nein, aufgehalten, es ist komplett konträr, du kannst Driften mit denen überhaupt nicht vergleichen. Beim Driften ist geil, du ist abschalten, Vollstrom, erste Kurve, du lässt das krachen, lass das fliegen, geht's gut, geht's nicht gut, fliegt alles. Da, auf der Linie, sauber fahren, Spätbremsen, natürlich Lastwechsel schauen, das Auto arbeitet, ja, Gasbremse, das muss einfach passen. Ja. Komplett was Konträres, kannst du null vergleichen. Ist natürlich dann wie eine Fremdsprache, ne? Brauchst du ein bisschen wieder, bis du reinkommst. Ja, natürlich. Aber ich glaube, das wird auf jeden Fall schon passen. Also ich fühle mich wohl. Aber was ich jetzt merke, ja? Das, was du immer das Problem hast mit dem Halten vom Stabau. Na, wie lange reden wir jetzt? Zwei Minuten? Ne? Ja, das an, gell? Ja, du musst da einen Tennisarm kriegen. Ne? Also ich spüre schon nicht mehr. Ich kann das jetzt echt schon lange halten. Geht's los mit dem nächsten Turn, den wir jetzt fahren und dann schauen wir, dass wir mit den Zeiten ein bisschen runterkommen. Im Formel Renault das Wegfahren gar nicht einmal so leicht, das heißt, du brauchst ein gutes Gefühl auf der Kupplung, das Hintermetall greift sofort und das Auto stottert dann weg mit zu wenig Gas, du hast wenig Schwungmasse. Wenn du mal wegfährst, in der Boxengasse 60 km/h maximales Speedlimit. Auf der rechten Seite, da sehen wir jetzt sehen dort den Mann, der die Boxengasse überwacht. Bei Rot fahre ich nicht raus. Ganz wichtig jetzt, auf der linken Seite eine weiße Linie, die darfst du nicht überfahren. Da kommen im Anflug hinten Fahrzeuge mit über 250 km/h, wenn du dort sofort rausziehst, bumm, hast du einen Crash. Wir haben auch jetzt gesehen, es hat uns auch schon jemand überholt. Und ganz wichtig jetzt in den ersten Kurven Reifen einmal anwärmen und mit dem Gas ein bisschen zögerlich umgehen. Wir sehen links, ganz links die Drehzahl, wir sehen die Gänge, wir sehen Throttle ist Gaspedalstellung, wir sehen die Bremspedalstellung, wir sehen die Geschwindigkeit, die G-Kräfte auf der rechten Seite, also ich erzähle das jetzt von links nach rechts, die Rundenzeiten, die Wassertemperatur. Und wie gesagt, nochmal wichtig, um darauf einzuhaken, ist jetzt, die Reifen haben eine homogene Farbe vorne quasi. Das heißt, wir haben überhaupt noch keine Reifentemperatur. Ich muss da wirklich einmal mit dem Gas ein bisschen zögerlich umgehen, sonst habe ich sofort einen Dreher. Ich schaue natürlich immer in die Rückspiegel, die müsst ihr euch wirklich einstellen, falls ihr mal fahrt. Weil einfach in der ersten Runde, wenn das Ganze kalt ist, ich mache immer Platz, dass die anderen, die in einer guten Lap sind, also in einer schnellen Runde, dass ich dann nicht blockiere. Und jetzt, wie gesagt, noch Reifen anwärmen. Wir sehen, ja, die Farbe ändert sich schon ganz, ganz leicht. Der Grip kommt langsam, aber in der ersten Runde kann ich sowieso mal alles komplett vergessen. Pannonienring, richtig coole Strecke, weite Auslaufzonen. Ihr seht, ihr könnt dort das Kiesbett ausnutzen quasi, ja, ohne dass man das Auto komplett zerstört in einer Betonwand. Und es ist ein bisschen muggelig und hugelig. Das werde ich dann auch in der schnellen Runde dann ein bisschen erklären und erzählen.
So, Wassertemperatur 69 Grad, also wir sind eigentlich so weit, dass wir theoretisch den Motor mal volle Leistung abfahren können. Und jetzt passiert gleich eines, jetzt ändert sich der Sound vom Motor. Was ist passiert? Der Krümmer ist gebrochen. Das werden wir dann auch gleich feststellen und sehen. Das heißt, was mache ich natürlich, ganz wichtig ist auch beim Formelfahren, ich höre natürlich, dass die Autos sind immer top gewartet, aber es kann immer irgendwas passieren. Wenn man einfach was nicht koscher vorkommt, in die Box reinfahren und die Mechaniker werden das dann im Endeffekt gleich einmal kontrollieren, geben dann die Freigabe, kann ich weiterfahren oder okay, aus, das Auto muss einfach serviciert werden. Ja, jetzt merkt man schon, ja, der Sound hat sich da komplett geändert und ich muss jetzt in die Box fahren und wir werden auch gleich feststellen, ja, dass der Krümmer leider gerissen ist. So, das war jetzt einmal eine gemütliche Einführungsrunde. Ich habe ein paar Informationen bekommen. Ihr habt jetzt wieder eine weiße Linie auf der Boxeneinfahrt. Ab dieser weißen Linie gilt wieder 60 km/h. Und das ist auch immer ganz wichtig, dass die Mechaniker da stehen, weil die ganzen Boxengassen, wenn du da reinkommst, du hast keine Ahnung, wo muss ich hinfahren. Das ist mir auch schon passiert, dass ich vor der falschen Box einfach mich hingestellt habe. So, und jetzt ist auch wichtig, das Auto am Stand nicht lange laufen zu lassen. Wir haben keine Ventilatoren am Kühler. Das heißt, Motor abstellen und jetzt werden wir das Auto auch dann reinrollen und feststellen, dass der Krümmer gerissen ist. Also den Hermann habe ich jetzt überredet, dass wir den Krümmer ausbauen und da am Ring schauen, ob es irgendwo ein Schweißgerät gibt. Und jetzt ist der Oberguru unterwegs, der was entscheidet, ob wir ein Schweißgerät ausbauen dürfen. Und jetzt müssen wir 20 Minuten warten. Das heißt, ich werde mal umziehen, nach der Mittagspause geht es weiter. Hermann kennt das nicht, ne? Dass wie bei den Drifter, dass ein Auto zleckt wird. Oder wenn es zleckt ist, ja, dass es in 10 Minuten wieder fährt. Oder? Ich mein, machen wir gemütlich daheim, bauen wir einen Krümmer aus, tun wir gemütlich schweißen. Nein, das ist ja gleich heraus. Ne? Aufgepackt, zack, Krümmer rausgerissen, drüben in der Werkstatt schweißen, fertig, einbaut und wir fahren schon wieder. Alles ausgebaut, wir warten nur mehr auf den Igen, dass wir schweißen können. So schaut das aus. Schweißmaschine haben wir zur Verfügung gestellt bekommen. Der Patrick, da mal macht er das Schweißen sauber, dann werden wir das zubraten da. Genau neben der Naht gewesen, wo das Material gesprüht und dünn ist. Das wird spannend. Inspektion, sage ich mal, das ist ziemlich auf fette Raupen, schaut gut aus, ja. Klar, ne? Das ist glaube ich echt Raupen. Nein, warten wir noch ein bisschen. Lass uns noch 2 Minuten auskühlen. Ja, okay. Du eh gern schrauben, hilft dir nichts, ne? Ja sicher, weil du nichts anderes drüber kriegst. Ich hoffe, das war das Letzte, was wir heute schrauben. Nicht, dass wir einen Staubsauger brauchen, wegen einem Kiesbett oder irgendeinem Schaden.